Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu Krillos Chaotenchaos. Ja, wir haben beim letzten Mal hier für reichlich Rohöl gesorgt und jetzt müssen wir mal eine neue Handpumpe bauen. Am besten eine mit einer Überhitzungstemperatur plus 15 Grad. Vielleicht reicht das schon. Ja, wir probieren das einfach mal. Wir bauen eine aus Magmatit. Bauen die dorthin. Und da bin ich mal sehr gespannt auf das Ergebnis. Ob die auch wieder überhitzt oder nicht. Außerdem können wir uns mal mit ganz vielen gemeisterten Berufen auseinandersetzen. Puh steigt auf. Kerstin steigt auf. Steffi steigt ebenfalls auf. Werden beide zu kurieren. Thor ist mit der Landwirtschaft fertig. Muss ich dann Viehzucht auch machen. Panther wird Klempner. Amonot Chaos wird Chefkoch. Und Burkhard, das ist eine gute Beförderung, wird Künstler. Eine wichtige Beförderung vor allen Dingen, weil wir damit bessere Statuen bauen können. So, hier liegt noch mal ein bisschen Wasser, das können wir aufwischen. Okay, Stresslevel kriegen wir langsam in den Griff. Kilogramm. Ja, da müssen wir jetzt mal versuchen, ein Auge drauf zu haben, aber solange die Pumpe hier nicht fertig ist, kann das auch sowieso gar nichts werden. Hoffen wir mal auf den nächsten Tag. Was macht denn die Kohle? Passt. Algen passt auch noch. Wasser. Ja, scheint sich aber gerade nicht weiter zu füllen. Dann analysieren wir hier doch mal, ja, wobei das könnte auch wieder Unterkühlung geben. Schauen wir mal. Vitalwerte, so, wir haben beim letzten Mal ja schon ein bisschen nachgeholfen. Burkhard und Axa sind jetzt die beiden, die sich mal ein wenig erholen müssen. Brühung, das. Oh. Achso, das verschmutzte Wasser hier. Ausgeholt, ja. Habe ich natürlich ein klitzekleines Problem, dadurch, dass ich noch ein Video aufnehme, kann ich ein Versprechen nicht halten, nämlich, dass ich in dem nächsten Video auflöse, wer gewonnen hat und dann mich auch darum kümmere, ja, dass jemand einzieht in diesem Video, kann ich beides nicht halten. Ja, schade. So, jetzt geht's hier weiter mit dem Rohöl. Das heißt, da muss ich jetzt ein Auge hier drauf haben. Noch sind es 411 Kilogramm, okay. Hier muss dann noch eine Automation dazu. Vielleicht machen wir mal kurz langsamer und bauen diese Automation schon. Nämlich einen Gaselementsensor. Und das kommt dorthin. Und daran
Wenn ich mich nicht sehr täusche, genau, braucht es auch Strom. So, den stellen wir dann ein auf Wasserstoff. Das heißt, solange wir Wasserstoff haben, läuft die Pumpe. So die Idee dazu. Warten wir auf den nächsten Schwung Rohöl, der noch nicht kommt. Da kommt er. So, 870 Kilogramm passen hier rein. Das heißt, wir brauchen noch eine Lieferung. Na, schaffen wir es noch an diesem Tag? Sieht schlecht aus, denke ich. Da muss man erst noch mal eine Nacht drüber schlafen hier. Oder da, ne. So, als einziger fehlt dann jetzt noch Amanat Chaos. Und dann sind wieder alle vollständig erholt. Aufräumauftrag. Kann ich hier nochmal einen neuen verteilen? So, jetzt muss ich... stopp. So, das Ding jetzt zerlegen dann. Und dann kann ich schon mal anfangen dort. Und auch dort zu wischen. Oh, jetzt habe ich hier unten Öl drin. Das ist... Ich muss hier auf jeden Fall gleich ein neues Vakuum erstellen, verdammt. So, da nochmal einen Flaschenentleerer hin. Mich schwarz ärgern. So, hier jetzt Wasser rein, Priorität 8, Auto abfüllen, aktivieren und hier muss ich dann jetzt zum einen nochmal wischen, bis das Rohöl weg ist. So. Lassen wir das Ding nochmal laufen, weil mit dem... Ah, vielleicht haben wir Glück, weil hier und hier Wasser steht, dass das Vakuum bleibt. Das muss natürlich trotzdem komplett neu erzeugt werden. Was wir auf jeden Fall machen können, ist da den Ziegel hinbauen. Und da müssen wir hoffen, dass dieses Feld nicht überflutet ist. Aber eigentlich 735 und 915,8 Gramm. Ne, das dürfte gleich funktionieren. Interessant, dass hier kein Wasser kommt. Ach. Okay, das Ding einmal bitte weg.
Dann bauen wir es dort neu und hier zwei neue Ziegel hin. So, den noch stellen auf Wasserstoff. Und dann läuft das doch eigentlich hier. Hier haben wir ein Vakuum. Wegen den 37 Gramm in diesem Feld. So, ja, jetzt gibt es hier endlich Nachschub. Und Wasser. Ja, es fehlt trotzdem noch mehr, aber wir können jetzt hier die beiden Rohre miteinander verbinden, weil wir haben hier ein Vakuum. Und wenn dann Wasserstoff hier austritt, dann wird er halt danach nochmal gepumpt. Eigentlich ja recht simpel. So, was machen wir mit dem restlichen Rohöl? Lassen wir einfach erstmal. Ah ne, das können wir nicht stehen lassen. Das müssen wir hier möglichst kurzfristig wieder raus lassen. Sonst kriegen wir ein anderes Problem. Dann bauen wir da eine Pumpe hin. So, die hier müssen wir jetzt natürlich ausschalten. Und ich schalte auch die hier aus, bis wir das Rohöl da raus haben. So, sehr schön. So, Flüssigkeit. Rohöl. Acht, alles weg damit. Ja, sehr schön. Aber mindestens zwei Wasserlieferungen fehlen uns hier noch. Da sind auch keine vollen 200 Kilogramm, deswegen. Naja, okay. Ja, aber jetzt, wenn ich das richtig sehe. Also können auf jeden Fall den Gasabzug zerlegen, weil den brauchen wir nicht mehr. Kann die Pumpe da wieder aktiviert werden? Gut, was da jetzt nochmal an Wasserstoff rausgepumpt wird. Das steigt eh nach oben und wird dann wieder reingepumpt. So, jetzt ist Schluss damit. Reicht das schon? Ne, nicht ganz. Eine Ladung fehlt noch. Gut, ja, dann können wir hier jetzt auch wieder einschalten. Wir haben ja jetzt alles soweit hier fertig für unseren Wasserstoffraum. Und der darf sich jetzt bis ins Unendliche füllen. Die Option zu verlängern hier oder zu vergrößern, hier haben wir natürlich später. Ja. Habe ich bewusst so offen gelassen. So, das können wir jetzt wieder hier alles zerlegen, auseinanderbauen und.
Hier hätten wir auch mit einem Odergatter arbeiten können und mit einem Mindestdruck, aber... Nee. Das ist einfach so. Ja, also jetzt haben wir endlich, hat ja auch nur fast 3 Videos gedauert, eine Situation geschaffen, dass wir den Wasserstoff in den Griff bekommen. Dann war ich hier ja dabei... diesen Raum hier fertig zu bauen. Okay, das nochmal aufwischen. Durchlässige Ziegel. Können wir bis dorthin bauen. Und hier auch, weil wir können ja jetzt auch von innen wieder hoch und runter klettern. Stromkabel. Shit, das hätte ich mal vorher noch bauen sollen. So. Leiter. Zack, dann kommen wir überall hin. Ja, das ist alles Priorität 8, das wird schnell erledigt sein. So, unser Bereich hier unten ist erstmal erledigt. Die nächste Frage, die dann ansteht, was ist denn der nächste Raum, den wir bauen werden? Ein Erdgasraum. Auch wieder direkt hier runter, würde sich ja auch wieder anbieten eigentlich. Erstmal schließen wir diesen Raum hier ab. Also abschließen im Sinne von fertig bauen. Dieser ist 98, groß 99. Okay, müssten wir dann noch um 3 Felder irgendwo verkleinern. So, jetzt muss ich noch die Einstellungen rüber kopieren, das habe ich noch gar nicht gemacht. Wir haben immer noch keine Glanzdrekos. Aber vielleicht bald, weil die können hier ja eigentlich nur Mehlholz futtern und werden sich bald reproduzieren. So.
So, den einen Hatch hier knöpfen wir uns jetzt mal vor. Wie weit sind die denn eigentlich? Oh, 91%. Das heißt, ich muss hier auch bald mal zu einem Ergebnis kommen. Das heißt, eine Flüssigkeitspumpe, ein isoliertes Rohr hier raus und ein Stromkabel hier raus. Nochmal die Erinnerung zum Aufräumen. Ja, Forschung sind wir jetzt durch, also mit dem, was wir bislang machen können. Da kommt natürlich später noch einiges im Weltraumbereich, aber so, Achse habe ich hier auch gleich. Oh. Achso, Sauerstoff, ja. Und jetzt macht jemand anders weiter. Auch gut. Ich auch aktiv werden. Ach, egal. Die beiden Graupelweizenkorn werden uns nicht, werden uns weder retten noch wehtun. So, das Ding ist jetzt fertig. Dann können da auch die beiden letzten Ziegel gebaut werden und dann haben wir diesen Raum hier. Soweit, dass er funktioniert, aber hier hätte ich gerne noch eine Pflegestation drin, weil von der Raumgröße passt das jetzt mit 96. Dann können wir die Eier hier, beziehungsweise die Slickster dann pflegen und dementsprechend schneller vermehren die sich dann und erzeugen natürlich auch mehr Öl aus dem CO2, das die ja futtern. So, jetzt wird es allerdings auch Zeit, dass wir mal insgesamt mit unserer Kolonie ein gewisses Konzept entwickeln. Unsere Dreckofarm läuft. Unsere Hedgefarm noch nicht. Aber die werde ich mir recht bald mal vornehmen. Ich weiß nur noch nicht, wo ich sie neu baue. Dass sie neu gebaut wird, steht für mich alle außer Frage. Ich wollte auch Dornenblüten schon anbauen. Mensch, 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 was ich alles schon machen wollte. Stromerzeugung. Hier kann man jetzt übrigens, ich habe weiß gar nicht, ob ich das Konzept erklärt habe. Funktioniert ganz einfach. Wir haben hier, ja doch, ich habe es glaube ich schon in der anderen Kolonie erklärt, aber vielleicht hat es jemand noch nicht gesehen. Wir haben hier einen Gasabzug und dieser Gasabzug funktioniert nicht mehr, sobald wir in einem Raum, ich glaube, mehr als 1,5 oder 1,8 Kilogramm Druck haben. Jetzt ist es aber so, dass wir in diesem Feld Rohöl haben, ungefähr. Man sieht das da hin und her pendeln zwischen 4 und irgendwas mit 900, also 400 und 900 Gramm, so Pi mal Daumen. Das heißt, wir sind unter diesen 1,5 oder 1,8, ich weiß gerade nicht, was es genau ist, Gramm Druck pro Feld. Da es in diesem Spiel so ist, dass in einem Feld niemals zwei Sachen gleichzeitig sein können, also entweder Rohöl oder ja, Wasserstoff, ist es so, dass der Rohöl nicht runtergedrückt werden kann, weil hier unten das Feld gefüllt ist. Und ja, deswegen ist dieses hier nie ganz ausgefüllt. Es kann also hier Wasserstoff austreten, der natürlich direkt nach oben gedrückt wird und diesen Raum füllt, füllt und noch mehr füllen wird. Also das, was wir hier jetzt sehen, 42,5 Kilogramm, ist erst ein Anfang. Das wird noch ja sehr, sehr weit steigern. Wo wir jetzt hier abpumpen, da kommt mir tatsächlich noch schnell der Gedanke, dass wir hier
ein bisschen was ändern. Wir zerlegen einmal dort und dann bauen wir hier ein und Gatter. Machen das so. Mit einem Atmosensor hier daran und dann das hier gleich nochmal verbunden. Dass das Ding jetzt hier nicht bei 100 Gramm die ganze Zeit läuft, sondern das soll, weiß ich, keine Ahnung, oberhalb von 500, oberhalb von 800 Gramm laufen. Oh. Oh. Das hier ist ganz abbrechen. Abbrechen. Das dürfte dann jetzt auch nicht nochmal passieren. Wieso auch bald schon am Ende? Ja, hier könnte das Ganze natürlich auch nochmal passieren. Da können wir aber vorbeugen, indem wir erstmal so hier freigraben. Da kommen wir ja hoch. Und dann machen wir es hier gerade weiter, ja. Oder wir nehmen hier die Kohle sogar noch mit. Das wäre eigentlich noch besser. So. So aktiv bei über. Machen wir 500 Gramm. So, was ich jetzt noch erklären wollte, kurz zum Ende des Videos, ist, oh Gott, 27 Minuten, so viel zu 20 Minuten, ist dieser Raum, der funktioniert eigentlich noch genauso wie vorher. Er ist oben, oberhalb von unserem Elektrolyser angedacht. Das heißt, wenn der Wasserstoff hier mal weniger wird, kann der immer wieder ja, sich wieder auffüllen, weil er eben von unten nach oben steigt und durch die luftdurchlässigen Ziegel reingeht und sich hier dann. Ah, da ist das erste Glanzdrecklet-Ei, sehr gut. Diesen Raum hier ausfüllt. Und so haben wir hier immer Wasserstoff und im Wasserstoff wachsen die Schuppen der Drekos. Und hier haben wir eben, das heißt also, der Wasserstoff kann hier nicht nach oben weg. Und wenn er nach unten wegsackt, weil hier weniger Druck ist, wird er sich später wieder auffüllen. Den gegenteiligen Effekt haben wir hier mit dem CO2, der sich hier drin sammelt. Und auch nicht nach oben weg kann, weil der eben nach unten fällt. Wenn mal was nach oben geht, dann ist es überschüssiges CO2 und das fällt dann auch bis nach unten weg. So haben wir eigentlich einen Raum, der meiner Meinung nach fast perfekt funktioniert. Wüsste nicht, aktuell gerade nicht, wo man den noch verbessern könnte. Man kann sicherlich in der Raumgröße noch ein bisschen verbessern, wobei auch da. Nee, wüsste ich gerade nicht wie. Aber wenn ihr noch eine Verbesserung habt, immer her damit. Oft haben da ja andere doch noch bessere Ideen. So, diesen hier stellen wir gleich mal hoch auf 7. Und dann bin ich doch mal gespannt. Ja, auf Dauer werden wir hier natürlich Langhaar-Slicks da züchten aufgrund der Temperatur. Aber es ist ja nicht dramatisch, die können wir dann in unserem Wohnbereich aussetzen und sie dort nutzen. Ja, gut, ja, das war Folgenummer, weiß ich gar nicht, aber das dritte in meiner Aufnahmesession hier, die ich dann jetzt hier erstmal beende. Und ja, ich hoffe auch, dieses Video hat euch wieder gefallen, würde mich über ein bisschen Feedback von euch freuen und sagt dann mal Danke und bis zum nächsten Mal.